Herzlich willkommen zum Ermutiger am Freitag, 19. November aus der Christuskirche in Maxdorf. Die Losung aus Psalm 68. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. Das Thema Tod begleitet uns jetzt gerade im November mit den vielen Gedenktagen, am Sonntag, der Ewigkeitssonntag. Und dazu passt diese Losung. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. Und der Lehrtext aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 4. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen heraufführen. Ja, Gott hilft. Das durfte ich, Gott sei Dank, immer wieder erleben. Und ich bin mir ganz sicher, Gott hat mir viel öfter geholfen, als ich es überhaupt bemerkt habe, ohne dass ich ihm dafür danke. Aber bei aller Hilfe, die wir immer wieder erleben, die größte Hoffnung, die wir im Glauben haben, und die größte Zusage, die uns Jesus Christus gegeben hat, ist die, dass uns Gott nicht nur im Leben hilft, sondern dass Gott uns aus dem Tode retten kann. Und zwar aus dem Tod in dieser Welt zum Leben in der ewigen Welt. Jesus Christus ist uns mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung vorausgegangen. Er hat den Weg gebahnt, auf dem er uns mit sich gemeinsam ins Neue, ins Wahre, ins ewige Leben mit Gott führen will. Wenn wir als Christen daran nicht glauben könnten, wenn wir diese Hoffnung auf die Ewigkeit nicht hätten, wahrscheinlich gäbe es dann gar keine Christen. Denn Ideologien und Strategien für ein gutes Leben, die gibt es eigentlich genug auf dieser Welt. Aber es gibt nur einen, der den Tod erlitten und besiegt hat und der allen, die sich ihm anvertrauen, die Ewigkeit mit Gott schenkt. Jesus. Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben, die hat Gott jedem Menschen ins Herz gelegt. Und vielleicht tun wir gut daran, wenn wir wieder mehr auf unser Herz hören, auch auf diese Sehnsucht nach Ewigkeit in unserem Herzen. Und ich lade Sie jetzt ein, bei dem nächsten Lied genau hinzuhören. Es heißt einfach nur Ewigkeit und singt von dieser Sehnsucht nach der Nähe bei Gott in der Ewigkeit. Was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jeden noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Thank you.
wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs will ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Ich glaube, das ist eine gute Einstellung für unser Leben in der Gegenwart, hier, jetzt und heute. Diese Perspektive Ewigkeit im Alltag zu behalten und zu bewahren und in dieser Perspektive auszufragen, was ist wertvoll für mein Leben jetzt und hier. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Wir beten. Herr Jesus Christus, schenk uns diesen Fokus auf dich, auf das neue Leben, das du schenkst, jetzt und hier und in Ewigkeit. Und dass wir mit diesem Fokus, mit dieser Hoffnung im Herzen, mit der Ewigkeit im Herzen, mit deiner Liebe im Herzen unser Leben hier und heute gestalten. Fülle uns neu mit deiner Hoffnung und ich bitte dich für die Menschen, denen diese Hoffnung auf die Ewigkeit fehlt, die aber doch diese Sehnsucht im Herzen tragen, die genauso die Angst vor einem Tod und dem ewigen Aus im Herzen tragen. Lass es sie hören und lass es sie glauben, dass es diese Ewigkeit gibt, die du uns verheißen hast. Du öffnest uns den Weg und die Tür in Gottes Vaterhaus. Und darüber loben und preisen wir dich und beten mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.